Nach wochenlangen Verhandlungen steht das Lufthansa-Rettungspaket. Mit 9 Milliarden Euro will der deutsche Staat die Airline vor dem Absturz bewahren. Für das Geld erwirbt der Bund 20% der Lufthansa-Anteile, mit der Option, diese noch zu erhöhen. Doch in ein paar Jahren muss Deutschland seine Anteile wieder abgeben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hofft dann auf einen Gewinn, damit die Steuerzahler nicht nur für Risiken gerade stehen. Das Engagement, das wir hier vorbereiten, ist eins auf Zeit. Wenn das Unternehmen wieder flott ist, dann wird der Staat seine Anteile veräußern. Und das hoffe ich jedenfalls nicht nur als Bundesminister der Finanzen, auch mit einem kleinen Gewinn, der uns in die Lage versetzt, die vielen, vielen Anforderungen, die wir jetzt erfüllen müssen, nicht nur bei diesem Unternehmen mit zu finanzieren. Allerdings muss die EU-Kommission noch grünes Licht geben und könnte das an Auflagen knüpfen. Etwa, dass die Lufthansa wertvolle Landerechte in Frankfurt und München an Wettbewerber abgeben muss. Berlin will sich von Brüssel nicht zu sehr reinreden lassen. Bei der Zustimmung zu anderen Rettungspaketen, etwa für Air France, habe die Kommission keine Auflagen gemacht. Allerdings gibt es für Brüssel einen entscheidenden Unterschied. Air France hat von Frankreich lediglich Darlehen bekommen, kein frisches Kapital wie jetzt die Lufthansa.